Hey, mein Name ist Sandra und ich bin heute bei Handwerk ist Zukunft. Hi, mein Name ist Sandra und ich bin wieder zu Besuch bei Handwerk ist Zukunft. Den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, ist echt mutig. Aber das Handwerk bietet gute Perspektiven und hat Zukunft. Warum sich der Schritt in die Selbstständigkeit lohnt, schauen wir uns jetzt an. Ich habe jetzt den lieben Georg neben mir sitzen. Erzähl doch mal, was machst du so genau? Ja, danke für die Frage, für die Gelegenheit. Ich bin Referatsleiter der kaufmännischen Betriebsberatung in der Handwerkskammer Berlin und wir betreuen da insgesamt 30.000 Betriebe, die Mitgliedsbetriebe in Berlin sind. Diese 30.000 Betriebe haben mindestens 200.000 Mitarbeiter und für die sind wir zuständig in allen kaufmännischen Belangen. Sehr gut. Und kommen wir gleich zur ersten Frage. Lohnt es sich im Handwerk, sich überhaupt noch selbstständig zu machen? Eindeutiges Ja. Wie ich gerade sagte, wir haben 30.000 Betriebe seit vielen Jahren. Das heißt, es ist relativ konstant. Wenn es nicht lohnen würde, dann würde die Zahl ja zurückgehen. Nee, das ist also eine sehr stabile Größenordnung. Und wir haben, wenn wir jetzt die Krise betrachten beispielsweise, seit April, März, April, natürlich in der einen oder anderen Richtung Einschränkungen in Handwerksbetrieben, aber es gibt große Bereiche, beispielsweise das Bauhaupt- oder Baunebengewerbe, die sind ganz wenig betroffen. Da ist eine relativ große Stabilität. Da lohnt sich es allemal, eine Gründung in Erwägung zu ziehen oder einen Betrieb zu führen. Und was noch dazu kommt, möchte ich noch ergänzen, auch die Übernahme eines Betriebes ist für einen jungen Handwerksmeister sicherlich eine Alternative. Es gibt eine Nachfolgeproblematik, einen Engpass. Viele Betriebe suchen Nachfolger und finden keine oder nur sehr schwer. Also das ist auf jeden Fall immer eine Chance für einen jungen Meister, auch mal die angebotenen Betriebe anzuschauen und zu sehen, ob da nicht was Passendes dabei ist. Wir als Betriebsberatung unterstützen dabei, in kaufmännischer, auch in technischer Hinsicht, wenn es erforderlich wird. Und wir können nur jeden aufrufen, diese Chancen mal zu prüfen. Sich das zu trauen, auch mal den Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Genau, genau. Es gibt wenige Ausbildungsbereiche, wenn ich das noch eben kurz sagen darf, wie die Meisterausbildung, die so auf eine Selbstständigkeit hin ausbilden. Es gibt vier Bereiche bei der Meisterausbildung. Ein Teil, der dritte Teil, ist allein kaufmännisch. Ja. Und das ist eben sehr wesentlich, auch für die Vorbereitung zur Führung eines Unternehmens. Ja. Deswegen ist die Meisterausbildung sicherlich in dem Zusammenhang auch zu empfehlen. Jetzt hast du ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, wo ihr die Unternehmer unterstützt, die sich selbstständig machen müssen. Aber erzähl doch mal konkret, wo ihr denn wirklich so die ganzen Unternehmer unterstützt. Nun, wenn ein junger Unternehmer, ein junger Handwerker sich überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, dann kann er zur Betriebsberatung kommen, der Handwerkskammern. Das betrifft nicht nur die Handwerkskammer Berlin, sondern alle Handwerkskammern in Deutschland haben eine Betriebsberatung, die im kaufmännischen und auch im technischen Bereich unterstützt. Bei allen organisatorischen Fragen, bei Anmeldungsfragen, bei kaufmännischen Fragen, bei rechtlichen Fragen. Also auf jeden Fall sollte ein gründungswilliger junger Handwerker die Betriebsberatung besuchen. Er kommt mit Sicherheit schlauer raus, als er reingegangen ist. Und wenn wir zum Stichpunkt Betriebsübernahme kommen, da können wir auch unterstützen, denn die Handwerkskammern in Deutschland führen Nachfolgebörsen, in denen sich Betriebe, die zum Verkauf stehen, selbst erfassen lassen können, um dann von Interessenten angesprochen werden zu können. Das heißt, das ist also eine handwerksspezifische Börse, die ist regional. Handwerk ist regional, deswegen passt das auch besser. Und darüber lassen sich eben Betriebe, die zum Angebot stehen, identifizieren, dann wird der Kontakt hergestellt und dann können wir den ganzen Prozess der Gespräche, der Betriebsübergabe, der Betriebsübernahme begleiten, sofern erwünscht, und dann hoffentlich zu einer erfolgreichen Übernahme führen. Sehr gut, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und wie ist das denn, das würde mich jetzt persönlich interessieren, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, unterstützt ihr dann auch, wenn ich jetzt als Chef quasi Probleme habe mit einer Baustelle, so rechtsstreitmäßig, unterstützt ihr da auch?
Als Kaufmann bin ich nicht der Richtige, aber die Kammern haben Rechtsberatungen, die auf jeden Fall juristische Fragen klären, aufklären können, beraten können. Wir dürfen als Kammer nicht aktiv in Rechtsstreitigkeiten eingreifen. Dann kriegen wir Ärger mit den anderen Anwälten. Die wollen auch noch ihre Betätigung haben. Aber wir können Fragen zu Problematiken beantworten. Und dafür ist dann eben die Rechtsberatung bei uns auch zuständig. Darüber hinaus Fragen von Betrieben, wenn ich das mal eben ergänzen darf, hinsichtlich der Ausbildung. Es gibt Ausbildungsberatungen bei den Handwerkskammern, wenn Konflikte entstehen oder wenn ein Betrieb überhaupt erst als Ausbildungsbetrieb sich registrieren lassen möchte, dann helfen die Ausbildungsberater. Bei Konflikten zwischen Lehrling und Lehrherr gibt es immer häufiger, kann vermittelt werden. Ja. Dafür ist dann die Ausbildungsberatung der Kammern zuständig. Also wir versuchen da ein breites Spektrum an Fragen und Problemen abzudecken. Also lasst ihr den Handwerker nicht alleine, finde ich sehr gut. Das ist unser Bestreben. Und was mich dann auch noch interessieren würde, es gibt doch bestimmt so Tipps und Tricks, die man Unternehmer mit auf den Weg geben kann, die sich selbstständig machen möchten gerne. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Da würde ich drei nennen. Mhm. Wir haben in der im Handwerk die Meisterausbildung. Mhm. Wir sprachen gerade schon kurz davon. 4 Teile der Meisterausbildung. Und diese Ausbildung ist immer zu empfehlen. Das ist eine sehr gute und hervorragende Vorbereitung für jede Übernahme. Es geht um Fachtechnik, es geht um Fachpraxis, den breiten Bereich des Kaufmännischen und auch die Arbeitspädagogik. Das heißt, dass der zukünftige Unternehmer, die Unternehmerin ausbilden darf, was wichtig ist und natürlich auch wünschenswert für die Wirtschaft, für die Volkswirtschaft, für alle. Und dann würde ich empfehlen, dass ein Meister, der die Prüfung bestanden hat, vielleicht 2-3 Jahre in verantwortlicher Position in einem Handwerksbetrieb arbeitet, wo er Personalverantwortung hat, wo er Projektverantwortung hat, wo er vielleicht schon ein bisschen auch Kalkulation macht und, was für die Zukunft sicher wichtig ist, Kontakte zur Kundschaft. Auch der Umgang zur Kundschaft muss gelernt sein. Und das ist die beste Gelegenheit, diese erforderlichen Erfahrungen für eine spätere Gründung zu erwerben. Mhm. Und dann vielleicht noch ein quasi persönlicher Hinweis. Die Familie sollte hinter dem Gründungsvorhaben stehen. Frau, Kinder oder umgekehrt, Mann und Frau. Auf jeden Fall, die Gründung ist eine anstrengende Zeit, ist eine sehr anstrengende Phase. Urlaub fällt sicherlich erstmal aus. Selbst und ständig, ne? Selbst und ständig. Und wenn dann die Familie hinter der Gründerin, dem Gründer steht, ist das ideal. Ja, sehr gut. Ja. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und vor allen Dingen für die 3 tollen Tipps. Mhm. Und vielen Dank für dein Kommen. Dankeschön auch. Das war 3 Fragen aus dem Handwerk zum Thema Existenzgründung. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren und folgt uns auf den Social Media Kanälen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.